Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Sammelkartencheck. Ja, ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit. Der letzte Sammelkartencheck ist ja jetzt auch schon eine Weile her, fast ein halbes Jahr. Diesmal habe ich mir überlegt, machen wir mal ein bisschen was Moderneres. Es ist in meinen Augen immer noch oldschool, weil es halt auch schon einige Jahre her ist. Und halt auch wirklich zumindest die originalen Karten, die Originalprints, immer noch so im ganz alten Design waren. Es geht um 5Ds, wir haben ja einen 5Ds-Koffer vor uns und ich habe mich jetzt, um vornherein das nochmal zu sagen, speziell für den Koffer entschieden, aus zwei Gründen. Zum einen habe ich meine ganzen anderen 5Ds-Koffer, die ich bisher habe, es sind übrigens noch nicht viele, ich glaube erst zwei oder so, die habe ich im Dachboden. Ich wollte jetzt nicht extra hochlaufen oder den vielen, vielen Koffern die raussuchen. Nein, wollte ich nicht. Und zum anderen eignet sich halt der besonders gut, meiner Meinung nach, da er eben etwas Abwechslung bietet. Es sind auf der einen Seite sehr teure Karten drin, es sind auf der anderen Karten drin, die einfach gar nichts gehen, aber einfach schön aussehen und was fürs Auge sind. Und auch Karten, die ich persönlich nicht sehen kann. Es sind hier ein oder zwei Karten drin, wo ich sage, bah, hoffentlich sind die echt, also hoffentlich kann ich den Koffer bald einlagern. Ne? Also es ist wirklich so. Das wird mir mit den Aqua-Schauspielerinnen auch noch so gehen. Ich hasse sie wie die Pest, genauso wie diese Wahrsageprinzessin. Aber gut, das sind noch ungelegte Eier, die sind noch in der Vorsortierung. Das kommt erst noch. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier an. Hier, man erkennt vielleicht, das Design ist ein bisschen anders. Wir haben hier diese Legendary Decks 3 Boxen drin. Das sind die Boxen, die wirklich für jeden Koffer, der über GX ist, also ab 5Ds aufwärts, verwendet werden. Es sei denn, es kommen noch andere Legendary Decks draus. Dann werden auch die neuen dann eben da Verwendung finden. Momentan sind es halt nur die. Wir haben die teuren Karten hier links und rechts und die billigen Karten hier drin. Für alle, die nur die teuren sehen wollen. Ihr könnt dann abschalten, wenn wir zu den Boxen kommen. Da ist dann, glaube ich, nur noch ein Black Rose, ein Ulti oder so drin. Das war's. Genau, was mich so noch interessieren würde, gibt's Fans, keine Ahnung, von 5Ds aufwärts? Ich meine, 5Ds habe ich schon mal gefragt, haben sie auch einige gemeldet, aber mich würde mal interessieren, gibt es wirklich Leute, die sagen, okay, hier, Sexel, das ist für mich Nostalgie pur, damit bin ich aufgewachsen, oder ich wachse gerade mit V-Rains auf, das ist extrem schön. Mich würde es auf der einen Seite freuen zu hören, dass es auch wirklich Leute gibt, die nicht nur Oldschool als das Highlight schlechthin sehen. Ich persönlich sehe es so, aber ich habe halt auch gern Abwechslung in der Meinung der Leute. Wenn sich Leute immer nur auf eine Ära fixieren, dann, ich weiß nicht, das ist... Naja, lassen wir das mal, sagt mir das einfach. Wir schauen uns jetzt die Karten der Reihe nach an. Ich glaube, gut sortiert sind sie jetzt nicht unbedingt. Ich nehme mir immer hier so einen kleinen Stapel raus und wir gucken uns an, was hier kommt. Genau, wir haben hier einen Stardust Dragon. Ich muss sagen, was den angeht, habe ich ein bisschen schlecht sortiert. Ich habe oben in dem Koffer auch noch ein paar von denen. Da sind noch ein paar Ultis und ein paar Ghosts von dem drin, aber auch nicht viele. Ich glaube, bloß noch zwei oder drei jeweils. Hier müssten drei Stück in Ghost drin sein. Ihr seht, es ist halt wirklich nicht gut sortiert. Jetzt kommt hier direkt einer in Super Rare aus dem Duelist Pack. Ist zwar eine Booster Holo, ist aber, weiß nicht, nicht so beeindruckend. Den Super Rare finde ich vom Effekt her. Halt, nee, nicht aus dem Duelist Pack, die ist aus der Tin. Jetzt, es gibt ja zwei super Varianten. Hier im alten Gold Rare auch sehr schön, auch das neue Gold Rare steht der Karte extrem gut, wobei ich das alte natürlich präferiere, vor allen Dingen wegen der Schrift. Jetzt haben wir einen aus dem Duelist Pack in Super. Ich werde hier einfach mal ein bisschen schneller durchgehen, damit das nicht schon wieder 40-50 Minuten werden vom Video her. Ich versuche mich da ja immer recht knapp zu halten. Das ist jetzt das neue Gold Rare, gefällt auch sehr gut, aber ist halt nicht ganz so schön wie das alte. Hier haben wir jetzt das Playset in Ultimate Rare, auch extrem schön. Hier leider keine First. Ich habe erst ein oder zwei Firsts von denen, leider Gottes. Denn auch, das sind jetzt wirklich Karten, wo man sagen muss, das ist jetzt... Hey, was macht denn die Mücke in meinem Koffer? Weg da. Das ist jetzt... jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße. Also der Sternenstaubdrache ist halt wirklich die Karte, wo man sagen muss, das ist nebst Black Rose und anderen diversen kleineren Karten tatsächlich sowas, wo der 5Ds-Fan sagt, das ist Nostalgie, das sind so die Karten, die legendären Karten aus der jeweiligen Zeit, die haben wir sie auch als Playset aus der Tin, ich finde sie aus der Tin extrem geil, in Secret Rare, da kommt dieses Giftgrün mit dem Blau, das kommt einfach extrem gut raus dadurch, sieht unglaublich schön aus und da sagt eben auch dann meistens der 5Ds-Fan, das ist was, das muss in die Sammlung. Ich kenne sogar eine, die sammelt nur Stardust Dragons hier in Ultra aus der Legendary Collection, ich habe im anderen Koffer auch noch ein paar in Ultra aus dem Originalbooster.
und hier nochmal zwei Stück in Ghost. Und da kann man wirklich Geld hinblättern. Ja? Diese Karten sind mittlerweile extrem selten, vor allen Dingen hier die Ghost-Rare-Varianten. Besorgt euch mal eine deutsche Ghost First oder so, da blättert ihr hin ohne Ende. Hier haben wir jetzt den Quasar-Schnuppendrachen, eine Karte, die damals ursprünglich in der Jump, glaube ich, erschien und relativ teuer war. 40 Euro hat man da locker hinblättern dürfen. Die erschien dann bei uns auch bisher als einziger Print in der Legendary Collection 5Ds. Dementsprechend ist das hier als Promo nichts großartig Besonderes. Ging, als sie rauskam, glaube ich, so ein Euro oder sowas. Mittlerweile nichts mehr. Ist, glaube ich, ein Cent-Artikel. Hier haben wir sogar eine Jump. Hier haben wir die aus der Jump sogar. Die Jump-Variante. Die anderen sind tatsächlich alle aus der Legendary Collection. Also ich habe nur einen aus der Jump bisher. Schade eigentlich. Dann natürlich ein Ghost Odin. Das ist wohl die Odin, die, also Odin ist die Ghost, die ich am allermeisten habe. Das muss man einfach sagen. Kostet aktuell, glaube ich, sogar 20 Euro. Ist sogar gesunken. Der ging das letzte Mal fast 30, als ich nachgesehen habe. Hier nochmal vielen, vielen Dank an den lieben Michael. Der hat mir damals halt Market leer gekauft, dass ich im Ordner die Doppelseite hatte. Der hat mir wirklich so viele Ghost Odins gekauft. Ich glaube locker 10 Stück oder so. Krasse Scheiße war das. Heftig. So, jetzt packen wir den Stapel hier erstmal wieder da hinten rein. Das ist immer in diesen Videos ein bisschen umständlich, wenn man das hinten reinpackt. Das ist so ein Gepfriemel, ne? So. Genau, dann haben wir hier einen Odin, einen Ultimate Rare, auch ein Alti sieht der sehr gut aus, ist allerdings ein Alti, glaube ich, überhaupt nichts wert. Also wirklich gar nichts und ihr seht halt auch, ich habe hier einiges durcheinander gebracht. Ich habe natürlich auch von der Alti einiges mehr. Es ist halt verteilt in mehrere Koffer, ne? Immer wenn auch was Neues dazukommt, das gilt auch für die Oldschool-Koffer, dann ist das immer so, dass ich das erstmal in andere Koffer einfach reinpacke, meistens in die Boxen hier dann rein. Und irgendwann, wenn ich dann mal wieder hier unten 20 Koffer stehen habe, dann werden alle Koffer auseinandergerissen und sortiert, dass dann wirklich alles zusammen ist. Und dann kommen sie hoch in den Dachboden. Und dann habe ich wieder Platz für neue Koffer und das ganze Spiel geht von vorne los. Nur mit anderen Karten. Genau, dann aus der Legendary Collection 5Ds. Erinnert mich an die Anfänge meines Kanals. Damals haben wir normale Openings gemacht und waren noch zu zweit. Und waren auf der Suche nach dem Odin in Secret Rare. Ich wollte ihn unbedingt haben. Ich fand ihn unglaublich toll. Natürlich finde ich die anderen Versionen schöner, aber in Secret macht es halt auch ganz schön was her. Und ja, hier sehen wir jetzt natürlich, sind direkt vier weitere Ghost-Odins. Ich weiß gar nicht, ob ich hier alle Ghost-Odins drin habe, aber es sind unglaublich viele, ich glaube 10 Stück oder so. Einige in First, einige in Unlimitiert, unterschiedliche Sprachen. Dann haben wir hier den Werkzeugdrachen. Auch eine sehr coole Karte, vor allen Dingen in Secret gefällt es auch sehr gut, ist auch ein Artwork, das im Kopf bleibt. Auch durch den Anime wahrscheinlich für die Fans eine Karte, die ein Must-Have ist, vor allen Dingen in Alti oder in Ghost. Hier, kleiner Fun-Fact, ich habe von dieser Karte nicht eine einzige Ultimate Rare. Ich habe sie einfach nicht. Ich hatte einmal eine in der Sammlung, die war aber total abgeranzt. Habe ich nicht. Ich habe auch nur eine Ghost von der. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe, okay, man muss sagen, ich habe mich noch nie speziell um die Karte gekümmert, dass ich sie jetzt irgendwie bei einem Händler rangeholt hätte. Es waren also immer in Sammlungen dabei. Aber trotzdem, das, also wenn man sich mal bedenkt, welchen Umfang meine Sammlung hat, dann müsste die eigentlich locker mit dabei sein. Aber ist sie nicht. Es ist mir wohl offensichtlich nicht vergönnt. Dann haben wir hier noch genau die aus dem Adventskalender. Eine der besseren Karten aus dem Adventskalender, auch vom ganzen Look her, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, also es gibt viele Karten aus dem Adventskalender 2011, aber irgendwie finde ich die vom Finish schöner als andere Karten aus dem Ding aus dieser Zeit sozusagen. Ja, hier haben wir wieder einen aus dem Adventskalender. Und nochmal ein paar aus der Tinbox. Hier haben wir jetzt die in Ghost. Auch unglaublich cool, ne, vom Look her. Ich sehe gerade, die ist hier oben ein bisschen angeditscht. Muss ich bei Gelegenheit mal austauschen. Genau, dann haben wir hier den Schwarz... mein Deutsch. Den Schwarzflügel Zähmer Obsidian Falke Joe, dieser Name. Eine Karte, die zu meinen Lieblings-Schwarzflügel-Monstern gehört. Warum? Zum einen ist diese Karte ziemlich ägyptisch vom Stil her. Man beachte mal die ganzen Ornamente hier. Das sieht wirklich aus wie so ein ägyptischer Vogel oder irgend so ein ägyptisches, mythisches Wesen. Auch diese ganzen, diese Hose und dieser Lendenschutz. Also das ist schon sehr, sehr, sehr auf ägyptisch getrimmt. Und das Ganze, dieser ganz ägyptische Look mit diesem Gold Secret und eben dem weißen Kartenlayout, das passt. Hier passt Gold Secret extrem gut, muss ich sagen. Und das sage ich bei Gold Secret wirklich extrem selten, weil Gold Secret für mich die größte Scheiße auf Erden ist. Aber ist wirklich klasse. Bei dieser Karte passt es tatsächlich. Und ich glaube, die ging damals auch in Euro oder so. Ist jetzt aber auch wieder nichts wert, wenn ich mich richtig informiert habe. Jetzt packen wir es mal wieder hinten rein.
So. Dann schauen wir mal weiter. Immer noch ein paar Obsidian-Falken. Dann haben wir hier den atomaren Schrottdrachen. Was der aktuell geht, weiß ich nicht. Das sind auch bloß Reste quasi. Die eigentlichen Schrottdrachen sind hier tatsächlich in einem anderen Koffer. Das ist halt DDR, ne? Der dumme Rest, den ich hier jetzt im Laufe der Zeit angesammelt habe. Der wird dann auch noch zusammen mit den anderen Karten in Koffer landen. Interessant ist übrigens, dass ich mehr Ultis habe als Ultras von der Karte. Ich habe, glaube ich, noch, also bei den Ultis müsste ich fast komplett sein. Mir fehlen, glaube ich, nur noch ein oder zwei Ultis. Und hier habe ich tatsächlich nur noch zwei andere in einem anderen Koffer. Keine Ahnung, die Ultra, die ist wohl meistens auch in einem schlechten Zustand, wenn ich sie dann mal finde. Hat man wohl nicht so drauf geachtet. Dann gibt es natürlich noch den TG Klingenbrecher. TG ist auch ein Thema von damals. Ich glaube, das war eine Weile lang auch mal recht gehypt. Auch hier müsste auch irgendwo einer drin sein, der richtig zerstört ist. Den habe ich einfach provisorisch hier rein, weil ich noch nicht wusste, ob ich den jetzt in die private Sammlung nehme oder vertausche. Habe ich ihn einfach als Platzhalter quasi mit reingenommen. Der ist jetzt aber keiner von den beiden. Die sind alle top. Genau. Aus Extreme Victory. Extreme Victory war auch ein tolles Set. Was mir übrigens aufgefallen ist, ich bin ja parallel dazu schon dabei, den nächsten Koffer vorzubereiten. Der nächste Koffer wird ein... Genau, hier haben wir jetzt, der hier oben so einen richtigen Schlag drin. Wo war ich jetzt? Ach ja, genau, ich bin gerade schon dabei, den nächsten Koffer vorzubereiten. Der nächste Koffer, 5Ds, Legendary Collection war da auch mit drin. Der nächste Koffer, es wird ein reiner Common- und Rare-Koffer aus der 5Ds-Zeit. Und was mir in der Vorbereitungszeit aufgefallen ist, ich bin da gerade sehr am Sortieren, ist natürlich, dass die auch hier TG Kraftgladiator, eine Karte, die vielleicht eher uninteressant ist. Hat mich jetzt persönlich auch noch nie so wirklich interessiert. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, dass die ganzen Rares, ne, also wirklich speziell die Rares, so dieser verrückte Erzunterwelt oder wie er heißt, und die sehen so makaber aus, aber auf eine schöne Art und Weise. Also mir gefallen diese ganzen Rares unglaublich toll. Magiehund, Magiekatze und wie sie alle heißen. Und diese ganzen makaberen Karten, das ist unglaublich toll. Ja, muss ich sagen, 5Ds habe ich schon, was die Karten, nicht die Serie, aber was die Karten angeht, sehr in mein Herz geschlossen. Hier famose Rose, ich glaube, die Karte gehört auch zu, wie hieß sie, Akira? Irgendwie so, die, wo den Black Rose gespielt hat. Hier natürlich auch nochmal den Ultimate Rare. Hier vielleicht sogar was wieder ein bisschen was geht. Wir haben ja einen Majestic Star Dragon First Edition in Ultimate Rare. Der dürfte vielleicht ein bisschen was wert sein, wenn ich mich nicht täusche. Müssten hier, genau, haben wir hier gleich noch zwei andere. Zwei First, einer unlimitiert. Der eine First ist Englisch, der andere Deutsch. Dürfte auch ein paar Euro gehen. Sag ich mal, dürfte ein paar Euro gehen. Hier sehen wir auch ein paar Preiskarten drin. Die sind hier bloß provisorisch drin, weil Preiskarten tue ich immer sofort in eine Hülle und dann in den aktuellen Koffer. Die werden erst dann umgetauscht, wenn ich im jeweiligen Koffer, wo halt so der Ära gehört, Platz habe. Hier haben wir jetzt aus dem Originalbooster eine Ultra-Rare-Variante. Ist auch sehr schön, ich glaube aber weniger wert. Zwei Supers aus der Legendary Collection, dann natürlich aus der TIN, unverkennbar. Wobei ich persönlich sagen muss, mir gefallen die aus der TIN jetzt nicht ganz so gut. Ich finde, der Secret-Effekt, der übertönt so ein bisschen das Artwork. Genau. So, dann packen wir die Sachen mal wieder hier hinten rein. Oh, ich habe hier nicht genug vorgeschoben. Das ist wirklich, also ich habe bei dem Koffer echt zu viel, glaube ich, rein. So, jetzt geht's weiter mit Odins. Auch gut, hier haben wir wieder ein paar Ghost Odins. Die lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert. Die haben wir schon kommentiert. Genau, auch hier Starfoil etc. gilt für mich als Holo. Auch wenn es eine ziemlich billige Holo ist, aber für mich ist es ein Holo. Und jetzt geht's weiter mit Alley of Justice Cutterstore. Ich glaube, die Ultis, die habe ich noch im Binder. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht raus. Ich weiß nicht, wir werden es gleich sehen. Die beiden sind jetzt aus dem Dual Terminal, genau. Dann aus der Collection Tin, die Promo. War eine coole Promo. Ich habe die auch noch ein paar Mal in Secret. Ich glaube, die kam tatsächlich aus Hidden Arsenal in Secret. Weiß aber nicht mehr wo, ob ich die schon im Kopf habe oder nicht. Keinen Schimmer. Genau, dann Vachimere, ich weiß nicht, Watt ist irgendwie auch so ein Thema, das komplett untergegangen ist. Hier einen Alti 2 in Ultra. Die Synchros gehen, die Cummins finde ich eigentlich so total überhaupt nicht schön. Weiß auch nicht. Jetzt haben wir hier eine Preiskarte. Ascension Sky Dragon oder Ascension Sky Dragon, wie man ihn ausspricht. Ist eine YCS-Karte. Sehr schön.
Dann haben wir hier noch zwei in Ultra aus Japan. Ultrapreiskarten von der. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich Ultrapreiskarten von der? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe da echt schlecht, bin echt schlecht, was den Überblick angeht. Eine Karte, die ich nur in Rare schön finde aus dem Originalset. Hier aus dem Adventskalender. Sieht extrem billig aus, wenn man sie in der Hand hält. Im Gegensatz zu diesem Werkzeugdrachen. Der ist top. Wenn man die in der Hand hält, der sieht hochwertig aus. Die sieht scheiße aus in der Hand. Obwohl sie aus demselben Set kommt. Verstehe ich nicht, warum. Vielleicht ist das auch meine subjektive Wahrnehmung. Finsterer Resonator an sich, schöne Karte. Aber nicht in Super Rare. Es ist keine Holo-Karte. Es ist nicht prädestiniert für Holos. Es muss auch nicht für Kamen. Kamen würde auch scheiße sehen, aber Rare. Rare passt. Ihr müsst euch die Karte mal in Rare angucken. Sieht gut aus. Ich weiß, das ist ein bisschen makaber vielleicht, aber es ist tatsächlich so. Colored würde wahrscheinlich auch noch gut aussehen. Aber alles andere kannst du wirklich in die Tonne treten. Ulti vielleicht noch. Aber wer will die Karte in Ulti haben? Jetzt mal ehrlich, das wäre... Naja. Dann haben wir hier noch ein paar mehr von denen. Und drüben in der Vitrine liegt schon wieder einer, den ich von denen dazu bekommen habe. Und wartet. Genau, Herold der Vollkommenheit. In Gold natürlich einmal, dann haben wir hier zwei Stück in Ultimate. Tatsächlich habe ich nur die zwei in Ultimate. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe auch nur die einen in Ultra, beziehungsweise die beiden hier tatsächlich. Ich weiß nicht, bei manchen Karten habe ich einfach nie den Fokus drauf gehabt und habe sie mir nie wirklich bei meinen Händlern speziell besorgt. Das müsste ich jetzt einfach mal nachholen. Ich werde hier auch mal meine ganzen Koffer durchgehen, wenn das dann 2020 mit Goodyear losgeht. Und dann werden erstmal große Einkaufslisten geschrieben und alles kompliziert, was hier so noch fehlt. Hier die japanische Variante in Kamen mit diesen Parallelstreifen. Wer sowas hat, wenn ihr sowas günstig abgibt, meldet euch bei mir. Ich suche immer sowas. Ich suche es wirklich immer. Weil es ist halt wirklich schwer hier, wenn man jetzt keinen Händler hat. Ich habe momentan keinen. Ich habe zwar mit einem geredet, der möglicherweise mein nächster Händler wird, aber steht noch in den Sternen. Hier haben wir noch ein paar Gold Rares. Dann geht es natürlich los mit den Ghosts. Von denen habe ich unglaublich viele. Fast so viele wie... okay, der noch nicht. Fast so viele wie von den Odins. Na, man sieht's, also zum Saufüttern. Ich glaube, 9 Stück müssten es sein. Theoretisch fehlt noch einer, aber ich denke, ich werde mir keine 10. holen. Die 9 reichen schon, das passt schon. Und ja, genau, jetzt hauen wir die mal wieder hinten rein. Mann, wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Ich muss es dann echt mal wieder Gas geben. Oh, das ist echt heftig. Das ist echt heftig, braucht jedes Mal so lang. Man unterschätzt das, was hier drin ist, von der Menge her. Genau, dann haben wir den Draco Equatana Drachenritter, zweimal in Ghost, einmal in Alti. Dann natürlich in Secret, die kann kein Mensch mehr sehen. Ja, vor allen Dingen seit der liebe Erik mit den Tinboxen. Ich glaube, wie viel hast du dir gekauft, Erik? 109 oder so, keine Ahnung. Seitdem damit rumgespammt wurde. Dann die Supers, genau, und halt die Ultras, müsste hier auch noch eine sein. Genau. Die natürlich nichts wert, aber die Ghosts und die Ulti, die geht ein bisschen was von der. Ist aber eine schöne Fusionskarte. Und wenn man bedenkt, dass zu der Zeit Fusion jetzt nicht so im Fokus stand, ist es doch mal schön, auch eine Fusionskarte dann hier wieder zu sehen. Dann haben wir Trishula. Das ist wieder ein bisschen was Teureres. Dreimal Ultimate Rare. Stammt aus dem Testkauf von Goodyear. Ich habe tatsächlich schon einen Kauf bei ihm gehabt, so zum Test, ob alles funktioniert, alles klappt. Dann haben wir hier aus dem neuesten Set, beziehungsweise aus dem neuesten Reprint-Set, wo die Karte halt drin war, aus BLLR, haben wir den Trish. Dann aus High Speed Riders. Ich weiß gar nicht, warum die in diesem Hauptset nochmal reprintet wurde, weil, wie wir hier sehen, war die auch in Hidden Arsenal drin. Na, dann haben wir sie hier auch zweimal. Keine Ahnung. Jetzt wird es wieder richtig teuer. Hier, schwarzer Rosendrache, Deutsch First, wieder aus dem Ei gepellt vom Zustand her. Haben wir hier 5 Stück aktuell. Das sind Werte, Jungs, das sind Werte. Die sind tatsächlich extrem teuer. Die gingen teilweise bis zu 250 Euro schon hoch. Die sind auch nicht gerade billiger. Das sind jetzt hier die Altis und hier natürlich eine Gold Rare. Sieht übrigens auch gut aus, das Gold Rare hier. Da ist jetzt auch schon eine 4. dabei. Sieht man in der letzten Folge Neuzugänge. Ist hier drin, in dem Koffer, glaube ich, in der Box. Hier eine First, die anderen beiden unlimitiert, aber gehen auch so um die 30, meines Wissens nach. Genau, die Golds braucht man das, glaube ich, nicht großartig kommentieren. Auch hier ein Black Rose aus Crossroad of Chaos habe ich selber gezogen. Habe ich damals von David Ritter einige Displays aufgekauft, die ich selber aufgemacht habe. Die anderen hier kommen tatsächlich aus der Legendary Collection und es ist halt so, ja,
klar, der Reprint, ich denke mal, er kam gut an damals. Ist natürlich aufgrund des Reprints hier nichts wert. Hier ist sehr... Oh Gott. Bloopers incoming. Hier in Secret Rare natürlich unglaublich schön. Ne? Also die Karte macht in Secret halt wirklich was her. Eine der schönsten Secret Rares aus dieser Zeit, muss ich sagen. Muss ich einfach sagen. Ich finde, der Black Rose ist im Allgemeinen eine der schönsten Karten aus der ganzen 5Ds-Ära. Das ist tatsächlich so. Natürlich auch bei den Leuten, die diese Zeit als für sich nostalgisch betrachten, wird der Black Rose natürlich auch, zumindest bei vielen, einen extrem hohen Stellenwert haben, sag ich mal. Dann haben wir Odins in Ghost. Sind wir schon durch, oder was? Ja, wir sind tatsächlich durch, Leute. Oh, wer hätte es gedacht? Wir sind zumindest mit der Seite sind wir durch. Ich glaube, auf meiner Kamera sind jetzt noch für 17 Minuten Platz. Mal schauen, ob wir das hier tatsächlich durchgeboxt bekommen in der Zeit. Hier haben wir jetzt die Preiskarten, von denen ich geredet habe, gehören eigentlich nicht zu der Ära. Wir schauen uns trotzdem nochmal an. Nummer 93, meine neueste Preiskarte momentan. Eine Giant Hand, zweimal. Eine ist neu, die andere habe ich schon länger. Ja, genau, und das war es eigentlich schon wieder. Da will ich gar nicht so großartig drauf eingehen, weil sie jetzt einfach nicht dazugehören eigentlich, prinzipiell. Dann haben wir den super flinken Mega-Hamster. Natürlich hier in Secret Rare. Ich persönlich finde das Design schon cool. Allerdings gefallen mir tatsächlich am meisten diese Varianten hier, diese Colored Rare. Habe ich auch im Playset von, sogar auf eBay gekauft gehabt. Hier nochmal zwei. Ja, ansonsten kann ich dazu nicht viel sagen. Ist halt ein Riesenhamster, wenn man sieht, wie klein der Mensch dagegen ist. Super Riesen-Mega-Hamster sollte er eigentlich heißen. Ja, dann hier muss ich mal an Renebrain denken, wenn ich den sehe. Das ist sein Kanalmaskottchen, ein Secret. Ich finde, es gibt keine wirklich hochwertigen Prints dieser Karte. Vom Feeling her, auch hier aus dem Adventskalender, ziemlich glänzend, ziemlich speckig. Auch hier aus der Legendary Collection 5Ds gefällt er mir nicht unbedingt. Natürlich ein bisschen besser als die Super. Der einzige Print, der halt wirklich hochwertig wirkt, ist dieser aus DCPT, glaube ich, oder DCP, DCT, irgendwie so. Den sehen wir hier auch gleich in Ultra Rare. Okay, oder nicht gleich, sondern erst später wahrscheinlich in der Scheiße sortiert. Roter Ogre, ja, aus Crossroad of Chaos. Muss man, glaube ich, auch nicht allzu viel zu sagen. Ist eine schöne Karte, ich finde sie cool. Sie ist schön düster, sie ist schön dunkel. Auch hier noch ein paar. Gibt es auch noch in Kamen aus unterschiedlichsten Sets. Ich weiß nicht, gibt es den? Ich glaube, den gibt es noch aus dem Rayel Omega Pack oder so. Aus irgendeinem so einem Sonderpack gibt es den auch noch in Super Rare. Ich habe aber tatsächlich nur den aus dem Originalset. Wobei ich von den Sets eigentlich immer ein bisschen Vielfalt drin haben will, aber ich werde mir jetzt wegen dem roten Ogre nicht extra noch da was ranholen. Ne? Dann haben wir hier den Schrottbrecher. Hier haben wir jetzt vier. Ich habe hier irgendwo nochmal einen drin. Mehr habe ich jetzt irgendwie beim Durchsuchen nicht gefunden, aber ich glaube, ich habe noch irgendwo mehr. Es ist halt tatsächlich so, bei 350.000 Karten, man übersieht immer was und irgendwann kommt es wieder raus und dann kann ich wieder umsleeven. Normalerweise bräuchte ich Angestellte, die ehrenamtlich arbeiten. Aber solche Leute gibt es nicht. Zumindest nur sehr wenig. Gut, genau, hier Königin Engel der Rosen. Ich weiß. Sie kommt aus dem Originalset, aus Legacy of Valiant und das ist eine Booster-Set aus der Xyz-Zeit. Aber die Karte gehört zum Black Rose-Thema. Hier kommt sie auch aus der Legendary Collection 5Ds. Für mich ist das eine Karte aus dieser Ära. Dementsprechend ist es mir dann auch egal, in welchem Set sie geprintet worden ist, dass sie thematisch einfach hier dazugehört. Und es ist eine unglaublich schöne Karte, Leute, ohne Witz. Guckt euch diese Karte mal an. Sie ist so schön designt. Ist wirklich eine Karte, ich finde, die hat allein aufgrund ihrer Optik eigentlich Kultstatus verdient, ja. Ohne dass ich liebe diese Karte. Ist zwar eigentlich mehr so eine Viber-Karte in Anführungszeichen, aber ich finde dieses Design einfach unglaublich schön. Genau, hier haben wir noch ein paar mehr. Haben wir auch ganz viel auf eBay damals geholt. Jetzt kommen wir hier zu einer Zauberkarte, der ersten hier. In die Leere, unglaublich coole Karte. Das TSHD war sehr teuer. Ich glaube, ich weiß nicht, inwiefern der Reprint hier, der hier aus BLLR, jetzt großartig Einfluss darauf genommen hat. Ich habe keine Ahnung auf den Preis. Da bin ich leider Gottes überfordert. Aber ich habe hier auch tatsächlich die Spanischen drin gelassen. Einfach als Platzhalter. Sie sind in einem guten Zustand. Irgendwann werden sie natürlich ausgetauscht. Aber bis dahin bleiben sie jetzt halt erstmal hier drin. In the Void hier in Englisch natürlich, nochmal in die Leere Deutsch first. Genau, und hier auch nochmal zweimal in Ulti. Also ich habe sehr viel in Ulti, sogar mehr als Ultras. Hier haben wir nochmal eine Ultra aus dem Originalset. Und die war halt wirklich schweineteuer, die Karte. Die hat einiges gekostet.
Aber wie es jetzt aussieht, ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich der Reprint negativ auf den Preis der Originalkarte ausgewirkt. So wie es halt relativ oft ist. Ah Leute, jetzt mal ehrlich. Hä? Ash Blossom? Unglaublich, oder? Das ist jetzt schon der dritte Reprint und die sind immer noch so schweineteuer. Ich glaube, die Super Rare geht... Wie viel geht die jetzt immer noch? 14? Oder schon wieder 14? Keine Ahnung. Es ist unglaublich. Hier haben wir jetzt Jurassia Aelo. Das ist eigentlich eine stinknormale, völlig irrelevante und aus jedem Booster zu ziehende, nicht seltene Jurassia-Karte. Aber aufgrund ihrer Spielbarkeit lag sie vor einiger Zeit bei ungefähr 7 Euro. Natürlich habe ich sie wie Sand am Meer. Das sind übrigens nicht alle Exemplare. In meinen anderen Koffern sind, glaube ich, nochmal 10 Stück. Ich werde irgendwann ausmustern und einige von denen dann verkaufen, wenn sie dann noch was gehen. Jetzt allerdings noch nicht, da ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie viele es sind. Hier haben wir jetzt eine der tatsächlich wenigen, und es sind halt wirklich wenige Karten, die halt normale Effektmonster sind, die wirklich was gehen aus dieser Zeit. Und hier haben wir jetzt eine, das ist jetzt die Effektverschleierin in Ultimate Rare. War, glaube ich, in der Sammlung dabei als Playset von Sebastian Lizon, die hat er mir besorgt. Die Sammlung, genau. Sehr schön, in Ultimate sehr schön. Ist aber, glaube ich, auch die einzige Rarität, in der sie was geht. Hier nochmal aus dem 20th Anniversary Pack in diesem Dingenskirchens Rare, keine Ahnung, Parallel Rare hier in Super aus dem Order of Chaos Special Edition. Und ich glaube, in Ultra müsste sie hier auch noch drin sein. Ja, da haben wir sie gerade. Ich habe aber tatsächlich nur eine Ultra und auch tatsächlich nur 3 Ultimates. Ja. Ist auch eine Karte, auf die ich nie wirklich einen Fokus gesetzt hatte. Dann natürlich die Golds. In Gold sieht sie richtig scheiße aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Gold mag ich sie nicht. Aber trotzdem, muss er trotzdem her irgendwie. Ja, dann haben wir hier Kampfausblender. Den gibt's in... Ach, der wurde schon so oft gereprintet hier aus Ancient Prophecy, glaube ich, hieß das. Oder nee. Ah, keine Ahnung, wie das Set jetzt genau hieß. Kampfausblender in Ultra wäre auf jeden Fall. Hier natürlich der ganz neue Print aus Dusa. Hier in Mosaik aus dem Battle Pack. Braucht man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Natürlich hier ein Alti, die geht vielleicht noch 2 Euro oder so, aber die ist jetzt nicht, also vom Wert her nicht das Gelbe vom Ei. Dann die Secret natürlich aus der Legendary Collection. Sie war mal richtig viel wert, zwar mal eine gute Karte offensichtlich. Ich weiß nicht genau, für was man sie eingesetzt hat. Da bin ich ein bisschen überfragt so, ne? Dann haben wir hier die aus der Collection Tin, eine japanische, hier wieder aus diesem 20th Anniversary. Und hier nochmal einen Ultra. Ich glaube, ich werde hier einen Cut reinmachen müssen, weil in ungefähr 10 Minuten wird meine Kamera aussetzen. Und dann werde ich erstmal den Scheiß auf meinen PC laden müssen. Das Ganze wieder löschen, da habe ich wieder Platz drauf. Hier sehr schön der niederträchtige Sternenstaubdrache, eine tolle Karte. Nichts wert, aber wirklich toll. Auch aus der Jump überhaupt nichts wert. Haben wir hier, glaube ich, jetzt 4 Stück. Ich glaube, mehr habe ich davon auch tatsächlich noch gar nicht. Und dann eben die hier aus der Collection Tin. Die ist übrigens Ami-Englisch. Und es ist halt mal wieder echt erstaunlich, inwiefern sich das Ganze von der Qualität her unterscheidet. Auch die sind jetzt nicht unbedingt billig von der Qualität gedruckt, aber die Ami ist halt einfach um einiges hochwertiger. Man muss es einfach so sagen. Ist traurig, aber es ist wahr. Auch das Finish ist natürlich ganz anders. Ich kann schon verstehen, warum manche Leute diese Ami-Karten so sehr mögen. Dann ein paar Ogre des Scharlachroten Leidens, eine 2 Cent Super Rare, aber sie ist cool zum Ansehen. So eine wird sich auch in diesem Koffer, den ich verkaufe, finden. Habe ich auch rein, First Mint Deutsch, warum nicht? Ich meine, es ist nichts wert, aber es ist einfach eine schöne alte Karte, nett zum Angucken, schönes Design. Und dementsprechend sind natürlich dann auch solche Karten drin, halten sich allerdings in Grenzen.